Du lachen, du auch Kringel auf der Stirn. Was ist Kringel? Kringel heißt dieser Dings da, diese Schmalzlocke. Das auf meinem Stirn ist das Harry Potter Zeichen, weil ich ihn gefickt habe, als ich 12 war. Aber ich hatte noch keinen Plan, dass es sowas wie Dings Orientierungen gibt. Ich dachte, ich mache irgendwas Böses an. Deutschland Pandemie in einem Video erklärt. Guten Morgen. Guten Morgen. Maske anziehen. Brauch ich nicht. Du musst auch, ja, ich habe extra nachgefragt. Brauch ich nicht. Doch, definitiv. Nein. Doch. Hier. Holy shit, Digga. Das war Karen in männlicher Form. How to pull woman in 2021. Digga, dieser Meme wurde so oft kopiert, dass es sich einfach in die nächsten Dimensionen zersetzt, Alter. Ich liebe es, wie künstlerisch frei Menschen sind im Internet. Holy shit. What the f***? Also wenn eine Frau so nach diesem Schrei eine Nummer gibt, dann weiß ich vermutlich, wieso ihr nie glücklich seid. Wie er den Polizisten verarscht. Entschuldigung, kennen wir uns? Wie bitte? Kennen wir uns? Nein. Dürfst du mich vorstellen? Ja. Danke. Das ist hart, Digga. Das war hart. Kompletter Respekt geht raus an den Shabab. When you hire a trainer of wish. Digga, wenn er sich jetzt anscheißt oder seinen Rücken bricht, will ich das nicht sehen. Wieso steht er auf fucking Kanten? All it down. Oh mein Gott. Ah, das ist eine Frau. Drop it low, low. Ah! Oh mein Gott. Was zum Teufel? What's my ass? What the fuck are you doing in my asshole? What are you doing back there, little man? 語れない, 眠れない, とろいめない. Random videos too, I get viral. Okay. Was zum Teufel passiert jetzt? Oh mein Gott, Digga. Was zum Teufel, die wurde totgefurzt. Aber das wurde leider gescriptet, wie es aussieht. Weil niemand landet so direkt in Anus. So, ein auf, hey Jungs, was ist? Und sieht das nicht. Leider. Freitag nach der Schule, Bila. Aber voll süße Bubu. Ja, ich erinnere mich auch an solche Zeiten, Digga. Ich hatte nicht mal Schultasche. Ich hatte immer eine Scheiß-Tüte. So eine dreckige Tüte, die durchsichtig ist. Alle, die sagen Ausländer raus. Ich wollte hier im Wald meine Mandarinen essen und das passiert. Die zwei Jungs da, die da gehen. Einer von denen hat sein Portemonnaie fallen lassen. Ich zeig euch jetzt, wie korrekt die Ausländer sind. Tschüss. Hallo! Jungs, das ist zu viel für mich. Einer für dich und für dich hier. Danke. Er hat einfach die Mandarinen geteilt. Ehrenbruder, ja. Hart, sehr hart, Digga. Ich habe von vielen gehört, dass das dort scheiße schmeckt. Junge, geh schlafen. Hä, es ist 21.44 Uhr, wie alt bist du, Junge? Ich schwick deine Mutter, was? Holy shit, okay, er ist 3. Ja. Er ist 3. Hm. Entschuldigung. Naja, ich hätte ihm trotzdem eine Schelle gegeben. Türkischer Bruce Lee. Was zum Teufel? Türkische Filme sind auch manchmal süß. Saying goodnight, bitch, to my fiance to see her reaction. Mm. Yeah, I'll be in there a little bit. Alright, good. Goodnight, bitch. What'd you say? Hmm? What'd you just say? Say goodnight. Okay. Goodnight. Goodnight, bitch. Hey Digga, was ist Ihr Problem, Alter? Why you call me a bitch? Why you so you just sleepy? Cause you hearing shit. Good night. Why would I call you a bitch? Good night. Alright, good night. I love you. What is wrong with you?
are you tripping right now? Right, bitch? Ja, aber eine Frau, die so ausrastet, weil man Goodnight Bitch gesagt hat, ich sag jedes zweite Mal zu jedem. Oh nein. Oh no. Gone wrong, Digga. Penis steckt im Toaster fest. Dude went all out. Ba, ma. Das ist Xiao Chen. Digga, Chen sieht süß aus, der Abi. Chen sieht aus wie Papa vor 20 Minuten. Wie der Vater. Ich bin Alibi. Digga, der hat die gefickt. Digga, er war bereit auf alles. Fu Yan, Fu Yan. Er hat's geschafft, Bruder. Verpisst euch.